Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern, wir begehen heute den Samstag, den ersten Samstag der großen Fastenzeit, den Theodoros-Samstag, also dem Samstag, der dem heiligen Großmärtyrer Theodoros gewidmet ist, beziehungsweise dem Wunder, dass er schon nach seinem Heimgang, viele hundert Jahre nach seinem Heimgang, vollbracht hatte. Und dieser Tag ist für uns eine gute Gelegenheit, uns gedanklich in die, nicht nur in die äußere Situation, sondern auch in die innere Lage, in die Psychologie der ersten Christen zu versetzen. Die unterscheidet sich nämlich von unserer. Die ersten Christen lebten im Römischen Reich, im Heidnischen Reich, das alle Religionen, alle Kulte akzeptierte. Es gab, je mehr Götter es im Pantheon gab, desto besser, aber eine Religion ausschloss und diese verfolgte. Das war das Christentum. Es war die einzige Religion, die fürchterliche Verfolgungen zu erdulden hatte, weil die Christen keine Kompromisse schlossen. Sie waren alle loyale Staatsbürger, sie erfüllten alle ihre staatsbürgerlichen Pflichten, sogar meistens besser als alle anderen. Aber wenn es darum ging, Gott die Treue zu erweisen, kannten sie keine Kompromisse. Wenn zum Beispiel gefordert wurde, dem Kaiser den Eid zu schwören, war das eine Pflicht für die Christen und sie taten es. Aber den Kaiser als Gottheit anzuerkennen, das konnten die Christen nicht tun. Sie sagten, wir kennen keinen anderen Gott außer Christus, außer dem einen Gott. Und manchmal war es auch notwendig, rein symbolisch ein Opfer für die Götzen zu bringen und damit seine Loyalität, seine Treue dem Kaiser gegenüber zu beweisen. Auch das taten die Christen nicht. Und ließen sich dafür lieber foltern, umbringen, als dass sie ihren Herrn verrieten. Und in was für einer Zeit lebten sie? Es ist für uns schwer vorzustellen. Es liegen jetzt 2000 Jahre dazwischen und da ist sehr viel passiert in dieser Zeit. Aber die ersten Christen, wahrscheinlich bis zur Epoche des heiligen Konstantin, als die das Römische Reich dann christlich wurde. In dieser Zeit lebten sie in der Erwartung der Parousia, des Weltendes, dass Christus bald kommen wird. Und das führte dazu, dass sie gar nicht bestrebt waren, sich in dieser Welt irgendwie einzurichten, dass es ihnen hier gut geht. Das wollten sie, das erwarteten sie gar nicht. Sie erwarteten, so wie wir das beim Apostel Paulus haben, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir erwarten die kommende. Das heißt, auf die Zukunft, auf das Reich, auf das Königtum Gottes war ihre ganze Hoffnung, ihr ganzes Leben, ihr ganzer Tagesablauf war darauf ausgerichtet. Sie arbeiteten von früh bis spät und nach Feierabend ging man dann in die Nacht, in die Katakomben und betete dort zusammen. Man brach das Brot, das heißt, man empfing die heilige Eucharistie. Und man war jederzeit bereit, wenn man beim Morgengrauen wieder rauskommt auf die Straße, dass man dann von jemandem verraten wird und dann, weil die Christen ja illegal im Untergrund lebten. Und so lebten sie, jederzeit bereit für den Herrn zu sterben. Und wir können uns jetzt dann natürlich vorstellen, wie das geistliche Niveau dieser Menschen erhob. Wenn ich jeden Tag bereit bin zu sterben, ich weiß, vielleicht kommt jetzt morgen oder jetzt in 5 Minuten hier in diese Tür kommen irgendwelche Mörderbanden herein und werden uns umbringen. Dann werden wir ganz anders leben, ein ganz anderes geistliches Profil an den Tag legen, als das bei uns ist. Wir denken ja, ach, wir werden noch 100 Jahre leben und Hauptsache uns geht's gut und wir haben genug zu essen, es ist friedlich und wir haben Arbeit und alles. Und wir wünschen uns alle ein sorgenloses Leben. Das kannten die Christen damals nicht. Und sie waren gar nicht danach bestrebt.
so wie wir das leider sind. Wir sind viel zu sehr in dieser Welt verankert. Und deswegen ist das für uns ein ganz großes, ein lehrreiches Beispiel, wie zum Beispiel der heilige Theodoros, also Tyron, das ist auf Griechisch, das ist der Rekrut, ein ganz junger, der hätte hoffen können, dass er die Karriereleiter noch nach oben kommt, vielleicht mal General, Feldherr wird und so weiter, heiraten, Familie, viele Sklaven haben wird, ein großes Haus und ein schönes Leben haben wird, das Leben genießen wird. Aber wie kann so ein junger Mann sein Leben hingeben für Christus? Weil er diese Liebe zu Christus hatte. Die Liebe zu seinem Gott, die alles andere in den Schatten stellte. Und das muss für uns das Beispiel sein, dem wir folgen wollen. Und das wollen wir. Und die heilige Fastenzeit, die wir jetzt haben, ist genau die beste Zeit dafür, um solchen Menschen, solchen Heiligen nachzuahmen. Denn nachdem die Verfolgungen erst einmal aufhörten im Römischen Reich und das Reich christlich wurde, fiel das Niveau, das geistliche Niveau der Christen. Aber diejenigen, die das geistliche Leben anstrebten, sie gingen dann in die Wüste. Die Wüstenväter, die leben nicht in solchen Klöstern wie heute, die mit aller möglichen Infrastruktur ausgestattet sind, sondern sie gingen in die Wüste. Und das, was sie in der Wüste vorfanden, das diente ihnen zur Nahrung. Das waren ihre Lebensbedingungen. Manchmal mit ein paar Tropfen Wasser in einer Woche. Aber für alles waren sie dankbar. Das heißt, viele Menschen gingen in die Wüste, um ein freiwilliges Martyrium zu erdulden. Und Martyrium bedeutet nichts anderes, als Zeugen Gottes zu sein. Um den Glauben durch seine Geduld, durch seine Liebe, durch seine Rechtschaffenheit zu bezeugen. Und das können wir heute auch. Aber da müssen wir den richtigen Weg gehen. Christus als Fundament für unser Leben anerkennen und ihn über alles lieben. Versuchen, nur ihm zu gefallen. Und alle Sorgen dieser Welt, alle schrecklichen Dinge, die können wir nicht ignorieren. Aber wir können akzeptieren, dass Gott seine Hand drüber hält, dass der Herr alles in seiner Gewalt hat. Und daran sollen wir keine Sekunde zweifeln. Und wenn wir diese Geduld aufbringen, diese Hoffnung auf Christus, dann wird er mit uns sein und uns in dieser Welt bewahren. Es wäre leicht, wenn wir jetzt schon den triumphierenden Christus hier hätten, dann würden wir uns natürlich alle ihm nachschließen. Alle würden ihm hinterher gehen. Aber das wäre leicht. Aber Christus ist ja selbst in dieser Welt gekommen, hat selbst gelitten, ist verraten worden. Und was sehen wir? Die myrrhentragenden Frauen, ja, sie blieben ihm treu, am Ende dann auch die Apostel, als er am Kreuze hing, als er dann nackt, blutend vom Kreuz genommen wurde, in ein Grab gelegt wurde. Als alles vorbeischien, hielten sie ihm die Treue. Und das wollen auch wir. Und diese Zeit, die große Fastenzeit, ist für uns eine sehr willkommene und geeignete Prüfung, um zu zeigen, dass wir den Herrn lieben und dass wir wie der Apostel Paulus sagt, unsere fleischlichen Begierden ans Kreuz nageln. Das heißt, niemanden verurteilen, dass wir nicht verzweifeln in Anbetracht dessen, was um uns herum geschieht. Uns geht es ja gut, was klagen wir überhaupt? Aber in der Welt gibt es viel Leid, viel Böses. Aber wenn wir Christus als unsere Hoffnung anerkennen, dann werden auch wir diese Freude haben und das leichte Joch Christi tragen in dieser Welt. Und das wird für uns dann auch der Ausgangspunkt sein für unseren Weg in das Königtum Gottes. Amen.